Herzlich willkommen zu einem Phantasialand Mini-Vlog. Und zwar Mini-Vlog deswegen, weil wir haben jetzt schon Viertel vor vier und ich fahre gerade los. Ich treffe mich gleich um vier mit Joscha und dann fahren wir rüber und sind dann, ich schätze mal, so 10 nach vier, Viertel nach vier da. Dann haben wir zwar nur noch ein gutes Stündchen, anderthalb, aber es geht halt darum, dass Joscha sich jetzt auch einen Erlebnispass holen will. Das machen wir dann und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch auf ein, zwei Sicherchen drauf gehen. Und deswegen Mini-Vlog, weil ne, wir halt wie gesagt nur noch ein paar Minuten Zeit haben. Also viel Spaß! Wir sind jetzt da und es sind alle Kassen schon zu, außer vorne. Und deswegen müssen wir jetzt von China-Parkplatz wieder nach vorne laufen. Zum Glück ist das ja nicht weit. Vielleicht dürfen wir durch die Hotels. Na, schade. Wie lange ich schon nicht mehr beim Haupteingang war. Früher ist man immer über diese Brücke gegangen. Wer einer klaut den Barcode. Da ist das Ding. Willkommen im Club. Ja. Das war's uns, die anderen gehen, wir kommen. Anderthalb Stunden Zeit, gucken wir doch mal, was bei Darren los ist. Bei Taron ist Überraschung zu viel los. Deswegen gehen wir jetzt zu Taipeis. Und wir überlegen, ob wir trotz der 10 Minuten Wartezeit mal unseren Quickpass ausprobieren, da wir ja eh nicht viel mehr schaffen heute. Also, ich saß ganz vorne und immer wenn das Boot nach vorne geneigt war, war das Wasser auch vorne. Und jetzt? Kann ich Blasen machen mit meinen Schuhen. Sieht ja aus wie Leder, Lederfans. Tatsächlich haben wir jetzt so lange gewartet, dass wir quasi einen Night Ride hatten. Einen kalten Night Ride. Aber es sah so geil aus. Ich freue mich schon auf den Wintertraum, wenn es richtig dunkel ist dann. Meine Zähne tun weh vom ganzen Grinsen und kalten Wind. Geil. Sieht ziemlich geil aus. Jetzt ist natürlich leer da unten. Ne? Hey, und da sind wir schon wieder auf dem Heimweg. Da haben wir jetzt nicht viel geschafft, aber das wussten wir ja vorher. Aber ich muss sagen, diese Quickpass-Geschichte ist schon ultra angenehm. Also einfach dahin zu gehen und zu sagen, hallo, ich möchte bitte jetzt fahren, alles klar, schon echt cool. Das war's mit dem ersten Mini-Vlog. Mal gucken, wann wir es das nächste Mal schaffen, ob wir es. Also vor der Wintersaison wahrscheinlich nicht mehr. Jetzt ist nämlich. Wow! Tschüss! Ich habe vergessen, dass in dem Auto hier nicht so eine Beschichtung ist, wo die Kamera gut hält. Ja, jetzt ist morgen noch Sonntag und Montag und Dienstag noch offen und dann ist Ende der Sommersaison und dann ist Wintersaison ab dem 19. und ab dann werden wir es wahrscheinlich erst wieder schaffen. Und ja, mal gucken. Bis dahin, sag ich mal. Schön sauber bleiben, bleibt in der Schule und immer schön Gemüse essen. Tschüss!